Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zum Im Reich der wilden Tiere. Ich beobachte hier gerade ein possierliches kleines Tierchen und so, ja, hi. Wieso steckst du dir eigentlich Dildos ins Auge? Wo hast du den her? Das sieht ganz komisch aus von hier aus. So, ihr hört schon, wer dabei ist. Es ist einmal der Bad, die Xyra, in der Reihenfolge, wie sie reingequasselt haben und natürlich der liebe Gorondor. Oh, der Einzige, der sich benehmen kann. Sieht ihn an. Das ist einfach eine Aufnahme. Denk dran. Der ist nur weit genug weg, um auf andere Ideen zu kommen, denke ich. Also. Du weißt aber auch, wie schnell ich wieder bei dir sein kann, ne? Ja. Yeah. Solange du nicht wieder hinter mir stehst und pfeifst. Oh, warte, ich komme. Der ist schon klar, dass ich seit dem Abend werde ich immer mehr nervös, wenn ich was pfeifen höre, ne? Ja, das war auch Sinn und Zweck des Ganzen. Ja. So, ja, wir sind immer noch am Zähmen hier. Und Bert wollte sich eigentlich auf die, warte mal, ich sollte loben, ne? Warte mal, habe ich mir jetzt nicht notiert, weshalb? Aber die sind ganz toll hier. Alle super. Also ihr seid immer noch am Zähmen? Das haben wir schon besser gehört. Findet ihr das nicht ein bisschen einseitig so? Was denn? Ihr habt nur am Zähmen? Also ihr... Leute, ich ja, also schon was bieten. Also oder? In meinem Let's Play würde ich das natürlich nicht machen, aber... Also, Belcry hat aber recht. Die Federspitzen von den Flügeln sind grün. Ach, ich höre euch gar nicht zu. Ja, wie immer. Ich doch, ne? Oder? Ja, so wie die bei Schalker rot sind. Ich kann das Problem lösen, Xyra. Nein. Achso, okay. Dann löse ich dich, mein Schnuckel. Ich wollte dir nur entgegenkommen. Ich würde niemals... Ich komme dir auch gleich entgegen. Ich wollte übrigens, das wollte ich eigentlich in der ersten Folge schon gemacht haben. Ich wollte dir einen persönlichen Dienst angeboten haben. Was? Oha. Jetzt wird's interessant. Dann leg mal los. Ja, so, weil, ich meine, also ihr habt ja jetzt schon mitbekommen, dass es manchmal tragisch ist bei mir. Ich verliere immer Gegenstände. Elvis zum Beispiel habe ich im Wald verloren. Petra habe ich... Gegenstände, Elvis? Sachen, nee, Dinge, Lebewesen. Verdammt. Also ich verliere auch andere Sachen. Ködel. Also ich hab Elvis im Wald verloren, ich hab Petra im Wald verloren und ja. Also Xyra, falls du mal sagst, ich soll mit Bert in den Wald gehen, dann sag mir einfach Bescheid. Ich wollte gerade sagen, vielleicht meinst du einfach den Wald. Warte ab, ich bin gerade auf dem Rückweg. Ich werde drauf zurückkommen. Darf ich erwähnen, ich habe noch 49 Narkopfeile, mein Freund. Dein Kopf ist auch grün. Du und wie viel von deinen Freunden? Oder wie war... Ja, so war der Spruch doch. Ich habe hier auch noch... 28. Ich wiederhole und betone. Betone ich weiß, und wiederhole. Oder so. Ich weiß, wie du bei Seven Days to Die zielst. Von daher mache ich mir da keine Sorgen. Du weißt, dass ich einen Crossbow habe, ne? Dann hast du mit meinen Folgen aber nicht gut hingeguckt. Dann hättest du durchaus Respekt. Weil mit dem Crossbow kann ich umgehen. Bis auf gelegentliche Aussetzer, aber ansonsten... kann ich da teilweise echt gut mit zielen. Da gebe ich auch nichts drauf. Also zwischen Folge 1 und Folge 10 hast du mindestens bestimmt eine Folge einmal getroffen. Mindestens bestimmt eine. Mhm. Das war eine schöne Formulierung. Gibt es hier eigentlich irgendwo Wasser in der Nähe? Nee, ne? Ja, eigentlich Tiere in der Nähe? Also Wasser gibt es hier gerade so... Nein! Das ist jetzt ein Scherz. Das wird eine ganz kurze Folge. Das glaube ich auch. Ich sehe es aber eher als Zusammenschnitt. Doch nicht. Ja, was sagt ihr? Wollen wir denn aufhören oder pausieren? Oder was wollen wir jetzt machen? Also ich weiß nicht, wie ihr das hinkriegt, ich würde meine Folge dann zusammenschnippeln, das heißt, wenn das Server auf Platz geht. Das würde ich auch machen. Dann sagen wir mal, ab Minute 1 hören wir kurz auf, oder was? Also ich gehe so ab 30 Sekunden gehe ich erst, weil ich hier dann noch einmal ein bisschen Narkotik reinhau. Okay. Hier echt keine Dinos in der Nähe, das ist... Könnte mal regnen, oder? Das wäre auch gut zum Beispiel. Achso, ein bisschen Wasser habe ich noch. Ich habe meinen Water Jar, habe ich noch. Ja, aber ich kann nur noch einmal draus trinken.
Warum habe ich eigentlich die Chatbox? Eigentlich habe ich die ausgestellt. Ja, ich eigentlich auch. Und bei mir wird sie angezeigt, das finde ich. Weil der Admin geschrieben hat wahrscheinlich. Kriegen ach nee, wir weil das ich geschrieben hin? Habe. Kriegen wir das hin mit zwei, drei Raptoren dem Bronto zu legen? Klar, warum nicht? Kommt auf die Raptoren an. Kommt auf den Bronto an. Ich wollte eigentlich mal versucht haben, alleine ein, aber wieso ist hier ein Bronto? Es geht mir jetzt rein um das... Darf ich kurz eine Zwischenfrage stellen? Ja. Habt ihr die Aufnahme jetzt noch laufen, oder? Ja, jetzt gerade noch, ich ja. Ich kann noch laufen, ja. Nicht, dass ich hier der einzige blöde Dödel bin, der jetzt gerade hier noch die ganze Zeit die Aufnahme laufen kann. Nee. Wir sind alle so doof. Okay, gut. Nee, es geht mir einfach nur darum, weil der ja auch dieses spezifische Fleisch abgibt. Deswegen. Ja, ein Stego macht's aber auch irgendwo. Deshalb, wo ist überhaupt mein... Ich hab hier aber kein Stego, ich hab hier nur ein Bronto vor mir stehen. Wo ist überhaupt mein Dino? Kann mir das mal jemand sagen? Wo stehen denn unsere Raptoren? Hast du beide mitgenommen? Ich denke mal, er hat beide mitgenommen. Nee, ich bin ganz alleine. Ja, aber... Wo soll er denn sein? Ich bin von euch aus einfach nur runtergegangen. Ja, aber der stand doch hier immer. Hast du gepfiffen? Nein, hab ich nicht. Ich heiße nicht weltweit. Doro? Was? Hast du irgendwo einen mitgenommen oder so? Was? Mein Raptor ist weg. Wer stand hier den ganzen Tag über? Nö. Okay, ich pfeife mal eben. Backe ich hier auch noch über die Vögel rüber. Da unten seid ihr. Abgesehen davon habe ich hier eine halbe Weltreise jetzt über die Insel gemacht, aber ich habe eigentlich meine Petra mit Einzelfett gerufen. Läufst du bitte nicht weg, wenn du Keira im Schlepptau hast? Ja, ich muss ein bisschen... Ja, ich kann ja nur mit J pfeifen, sonst bringt's ja nichts. Ja... Dann lass mich zumindest kurz draufsetzen. Ja. Ja, ich erwische sie da oben jetzt nicht. Holst du sie da mal bitte runter? Also ich würde zumindest hoffen, dass ich sie jetzt nicht, dass ich deinen Raptor nicht dabei hatte. Ich werde in den Aufnahmen nochmal gucken dann, aber nicht, dass ich das jetzt einfach nur nicht geblickt habe. So. Tja, also er steht hier nicht mehr und der stand hier und der stand auf Passiv, also der kann auch unmöglich von alleine gelaufen sein. Er ist weg. Das ist ein Problem. Wandern hattest du aber nicht an, oder? Nee. Haben wir ja mal abgeschaltet, Wandern. Drückst du dann einmal bitte U? Danke. Ja, das ist doof. Ja, du konzentrier dich erstmal auf das Tape. Nochmal bitte U. Alles klar. Jetzt kannst du mal durch die Gegend reiten und ein bisschen gucken, wo der ist. Weil ich wollte eigentlich gerade mit dem mal los und Fleisch holen sonst. Also Prime Meat. Ja, deswegen... Aber jetzt mache ich mir eigentlich mehr Sorgen, dass er tot ist. Da gehe ich eigentlich schon fast von aus, dass er nicht mehr lebt. Ja, aber es kam noch keine Meldung, dass er tot ist. Eben. Sonst hättest du ja jetzt eine Meldung bekommen, was natürlich auch sein kann, dass er so blöd in den Berg gebackt ist, dass man ihn nicht mehr sieht. Ja, aber er stand doch hier die ganze Zeit immer, direkt neben Kira. Und kann man den Berg, wenn er sich nicht bewegt, kann er ja nicht weg sein. Ach nee, auf Folgen. Wenn du jetzt mal auf Folgen stellst und dann den Berg runterrennst. Was ich auf Folgen stelle? Was soll ich auf Folgen stellen? Verstehe ich nicht, ich hab nichts. Das sind Tiere, die dir folgen. Kannst ja alle befehligen. Ach so, ja. Hat er ja eben eigentlich machen. Schon... Ach so, ja. Meinst du jetzt pfeifenderweise einmal komplett den Berg runter? Das wollte ich ja machen, bis du gesagt hast, ich soll das nicht tun. Weil anders kann ich mein Dino nicht mehr wiederfinden. Ich habe gar nichts gesagt, dass du das nicht tun sollst. So, ich steig jetzt mal von Keira ab. Ich hoffe, sie kommt euch jetzt nicht hinterher. Ja, Ameisen. Ich hab die Befürchtung, dass... Ach, das warst du, okay. Ich habe echt die Befürchtung, dass Goro den mitgenommen hat. Also er muss auf alle Fälle weit weg sein. Wenn, wie gesagt, habe ich das definitiv nicht mitbekommen. Weil ich meide ja grundsätzlich die Jagd. Kannst du mal unser Camp absuchen oder sowas? Ich suche mal. Xyra? Schwierig. Ja. Wollen wir uns dann sonst einmal beide aufsatteln, dass wir einmal hinten den Bronto einmal platt machen, oder was? Ja. Moment. Welt, du müsstest noch einmal bitte U. Sonst läuft Keira gleich hoch zu dir. Danke. So, und ich müsste noch einmal
Einfach nur so sicherheitshalber. Hat er nicht geschrieben, Server ist Neustadt in 3 Minuten? Die sind doch schon längst rum, oder in 5? Ja, nee. Ich habe gerade echt auch Hemmungen mit dem Flugsaurier hier irgendwie gerade durch die Gegend zu tun, während ein Server-Restart vor der Tür steht. Ja. Ich würde auch am liebsten jetzt eben die Folge beenden, weil ich ganz genau weiß, wenn der Server ausgeht, dann zerreißt es mir hier die Aufnahme. Und das wäre ein bisschen... Ja, dann können wir doch an dieser Stelle mal eben stoppen. Ja, dann lass uns mal die Pause. Ja, dann lass uns mal machen wir da Pause und dann... Ne, ihr könnt ja ruhig durch die Gegend reisen. Ihr habt ja keinen Flugsaurier. Ihr könnt ruhig durch die Gegend reiten. Ja, nee, ich muss mich hier auch um den kümmern. Den möchte ich nämlich gerne vor dem Neustart den noch einmal ganz schnell vollpumpen, damit da nichts passiert. Ja. Okay, okay. Dann bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Hallo. Jo Leute, da sind wir denn wieder. Eigentlich sollten wir schon in der neuen Version sein. Ihr habt es ja gerade mitbekommen, hier mit Update und hast du nicht gesehen. Irgendwie gibt es Probleme damit und bevor wir jetzt hier wirklich noch eine Stunde sitzen und nichts geschissen bekommen, ja, versuchen wir jetzt das Ganze irgendwie durchzuziehen. In der Hoffnung, dass jetzt in den nächsten 10 Minuten nichts kommt. Ja, das wäre schön. Ah, übrigens die wichtigste Meldung vorab. Mein Raptor ist wieder da. Den hat Goro unten am Strand gefunden. Keiner weiß, wie er dahin gekommen ist. Wir haben Vermutungen, aber Goro sagt, er hat nicht gepfiffen. Also ich, sollte ich es gemacht haben? Ja, na klar, dann, Du Pfeife, du bist den ganzen Tag schon am Pfeifen, wenn dir das nicht aufgefallen ist. Nur dir hinterher, Schatzi. Ich glaube, das ist, und er hat auch keine Hose mehr an. Also das ist schon, ich glaube schon, dass du das, wie Xyra vorhin, da hast du auch gepfiffen, dann hatte sie keine Hose mehr an. Er hat keine Hose mehr an, ich bin hier weg. Oder er muss Xyra weg. Ich behalte meine Hose an. Können wir uns mal ein bisschen konzentrieren? Kommt Xyra oder kommt irgendwer jetzt auf der Katze mit, dass wir alle den Rumpel killen können? Nee, ja, macht ihr mal. Hier sind 4 oder 5 Argentavos, die gerade 2 Stegos zerlegen. Ich sollte nicht rüberreiten, denke ich mir, oder? Also ich meine, hier ist ein Primate-Fest vor mir, ne? Und oh, jetzt ist auch noch ein weißes Mammut mit da drin, das klopft sich damit. Dann sollten wir da nicht passt hingehen. Passt hier denn jetzt gerade irgendjemand auf die Vögel auf? Ich komme mal wieder zurück. Also ich würde mit Petra ungern da jetzt reinfliegen, weil ich ganz genau weiß, die ist dann schnell weg. Ich würde jetzt... Ja, weiß nicht. Dann mach also du doch den Vogelsitter. Dann gehe ich mit runter und kill den Bronto mit oder so. Goro? Ja, mir ist das egal. Ich würde sonst Petra bei denjenigen lassen, der hier oben auf die Vögel aufpassen will und würde dann zu Fuß da reinjuckeln. Ich reite jetzt runter zum Bronto. Ja, ich lasse die Vögel hier nicht allein. So. Guck mal, jetzt haben wir es ganz einfach. Jetzt haben wir es doch toll gelöst. Jetzt lassen 3 Leute auf die Vögel auf. Eben. Und keiner holt was und keiner holt was zu essen, ja. Ich mach mich jetzt auf den Weg. So, warte kurz, ich muss wissen, wo du bist. Goro, sonst bleib du doch mal eben hier, dann komme ich mit runter. Und dann haben wir 3 Dinos, die auf den Bronto raufgehen können, oder? Ja. Wie du willst. Würdest du das machen oder? Ja, klar. Okay. Ich sehe den Bronto nur leider nicht mehr. Nichts auf dem Zettel. Wie Bronto ist weg. Ist ja nicht so, dass man den übersehen kann. Den kann man verlegen. Klein und schnuckelig. Du wirst lachen, ich sehe ihn nicht mehr. Dann bleibe ich vielleicht doch eben hier. Da ist ein Trike. Das bringt aber kein Primate, oder? Ein Trike, nee. Nee, aber Fleisch. Ja, Fleisch haben wir noch. Das ist. Nee, ich kann mit Fleisch werfen, das wird mir im Dino schon schlecht. Wenn dann Primate, das ist das Einzige, was interessant ist. Weißt du, halt mal richtig schönes Filetstück, nicht immer nur Schnitzel. Aber denkt an den T-Rex oder an den Raptor, der hier unten, der Alpha-Raptor, der hier unten am Wasser gewesen sein soll. Ja, dann machen wir den platt. Der ist, wenn hier unten im Fluss rüber geht, auf die andere Insel, der ist dann so eine Steppe, sage ich jetzt mal. Da ist er. Da irgendwo ruft er rum. Dann gehen wir jetzt runter da. Ich weiß nach wie vor immer noch nicht, wie groß das Jagdrevier von den Alphas ist. Also in welchen Radius die sich bewegen. Man merkt auch, dass Bert noch nicht das Vergnügen mit einem Alpha-Raptor hatte. Ich muss eh irgendwie zum Wasser, wenn geht, wegen Trinken, weil ich habe nichts mehr. Ich hab dir was in den Raptor gelegt, ne? Das hast du mir gekriegt. Du zwischen den ganzen...
Kampfmusik? Achso, das liegt an den Libellen, ne? Die Kampfmusik, ja, ne? Die sind so näher. Vor allem, weil die sich immer um den Kopf festfahren. Guck mal, da hinten ist sogar ein T-Rex, den schnappen wir uns. Ja, klar. Ja, warum nicht? Nee, meinst du? T-Rex ist easy. Ja? Mhm. Und dann absteigen mit der Pike oder nur mit dem Dino drauf? Nee, mit dem Dino. Nur mit dem Dino. Ja? Ich hole ihn mir. Da kommt noch ein Skorpion, ich kann gerade nicht mehr laufen. Ups. Warte, bin ich bei dir. Den Skorpion hier weg. Ich mach kurz beide Skorpionen hier weg. Ich glaube, euch ist ein Vögel. Sind sie nicht. So komisch. Das kann doch nicht gesund sein. Oh, ist das dunkel hier und laut. Hätte ich von der Farbe her gerne gehabt. Moment. Das war mein Traum. Ja, aber er ist nicht mehr da, ne? Er ist schon despawned. Nö, kein Fleisch. Kera macht den sehr schnell kaputt. Ja, weil, hey, das ist doof, da war jetzt natürlich nichts drin. Was hast du? Weil den musst du mit einer Metallpickaxe bearbeiten, sonst kriegst du auch keinen. So ja, so gut wie keinen Primate kriegst du dann daraus, wenn du das so machst. Also da kriegst du so gut wie nichts raus. Das ist, den musst du schon mit einer Metallpickaxe bearbeiten. Da hinten ist noch ein Bronto. Kommt also der Unterschied zwischen mit Metallpickaxe und ohne ist zwischen 1 und 10 Primate, ne? Aha, okay. So. Also mit einer normalen Stone Pickaxe kriegst du nur 1 raus und sonst zwischen 2 und 10. So habe ich zumindest gelesen. Gar nichts. Wo seid ihr denn? Beim Bronto. Na, wo ist denn hier ein Bronto? Ach, da ist der Bronto. Okay. Das ist ein schlechter Scherz, Tom. Wieso? Update ist da. Ja, pass auf, ihr Lieben. Ich würde sagen, wir gehen wieder zurück. Ja, und dann sage ich mal, war es das für die Folge, oder? Ja, ich das hin und auch. Her, das ist auch ja. Ein bisschen sinnfrei. Oh, ey. Wir haben zwei Minuten. Los, ja. Oder wollen wir beim Bronto bleiben? Und naja, wer weiß, was hier gleich noch ist. Wir liegen dann mitten in der Walachei, ne? Ja, gut, okay. Mhm. So. Kommt ihr? Ja. Ob wir den Weg zurückfinden? Es ist ja scheiß dunkel hier. Ich habe hier gerade nochmal das Campfire angemacht. Das ist gut. Hab ich. Oh ja, pass auf, ich kann euch noch was machen. Was denn? Guck nach oben. Lärgern? Doch, das könnt ihr sehen. Jo! Lila! Lila? Gelb. Meine ist lila. Ja. Oh, ich bugge. Backcry hat das nicht so mit Farben. Okay. In welcher Farbe seht ihr das? Ich hab Zeugen. Gelb. Ich hab's im Video. Ja, du! Das weiß ich ja, dass du da. Ja, weil die Flare-Gun immer gelb ist. Aber ich habe schon mal gehört, von wegen, dass ältere Menschen mit Farben so ein bisschen Probleme haben. Achso, nee, okay, nee, das ist die Flare-Gun, das ist ein Strahl, der hier ist. Nee, ich habe keine Ahnung, wo du bist. Vorsicht, Eisemeisen. Zum Glück habe ich noch 3. Oh, ich schieß nochmal hoch. Achso, du bist direkt neben mir. Okay, ja gut, die ist gelb, ja. So, hä, ihr wart doch eben noch vor mir, wo seid ihr denn längst? Weg, anders, taktisch geritten und Bert lässt sich gerade pressen. Genau, so, wir müssen, ne? Wir müssen, ja, so langsam müssen wir. Ihr werdet lachen, die Eisemeise macht mich gerade kalt. Ich fülle mal ganz schnell eben Narkos rein. Scheiße! Mann! Fuck! Ja, ich bin... Ich bin unterwegs. Ey, Berge sind scheiße, ich wusste schon immer. Ja, ernsthaft. Kera? Ach, da ist sie. Gut. Ladies and Gentlemen, ich würde sagen, wir beenden hier. Ah, genau. Ja, besser ist das. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Na, auf jeden Fall. Ja, und ich hoffe, dass wir dann weniger Updates haben an einem Abend. Und die dann kommen, auch wenigstens mal funktionieren. Das wäre auch schön. Irgendwie so. Wäre geradezu großartig. Ja, weil eben erst alle raus und dann heißt es, jo, könnt wieder rein, Update ist nicht da. Schwierig halt. So. Okay. Bis in einer Woche ist dann hoffentlich der Dino auch getamed. Ich denke. Der ist bis dahin schon wieder tot. Es qualmt.
Ja, also okay, in 30 Sekunden, ihr seht's selber. Tschüss. Tschüss. Ja, tschüss. Tschüss.